Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2. In der Version 1.35 haben wir heute den Audi A7 Sportback. 74 MB groß und ja, mal wieder ein Auto. Ja, wir werden auch natürlich wieder ein paar LKWs machen. Nur mal kurze Randinfo, heute ist ja Sonntag und da wird es wahrscheinlich wieder einen Livestream geben. Auf dem Sim 2 Server. Welche Uhrzeit? Wahrscheinlich irgendwo in der, ja, 15 Uhr. Irgendwie so. Ja. So, aber schlussendlich Feierabend mit der Werbung. Wir gucken uns jetzt erstmal den Audi an und deswegen gehen wir doch mal in die Zusammenstellung. Und dann gehen wir ganz einfach nicht bei Trailer rein, ja, was ist da los, sondern bei unserem Mod-Händler. Und da gucken wir mal, was wir machen. Eins vorab, ich weiß nicht, ja, jetzt haben wir den ein oder anderen türkischen Mod-Hersteller für Autos schon durch. Und man kann immer wieder sagen, die Autos so vom Optischen sind sehr, sehr hübsch dargestellt. Wirklich sehr, sehr hübsch. Und man merkt auch, dass gerade so der Innenraum immer, immer besser, ja, umgesetzt wird. So, bei den Motoren, ich kann jetzt, ja, der macht hier diesen Rand nicht, diesen Rahmen, aber 552 PS wäre denn jetzt der größte Motor. Und wir haben auch wieder ein 8-Gang-Automatik-Getriebe Tiptronic. So, der Innenraum. Und da meinte ich ja, ja, die werden immer ausgereifter. Hier fehlt natürlich noch irgendwie ein bisschen Texturen. Aber so im Großen und Ganzen, muss man schon sagen, sieht es schon sehr annehmbar aus. Ja, gut, hier Mittelkonsole könnte durchaus ein bisschen besser sein. So, bei den Farben können wir uns ein bisschen austoben. Oder hier so ein Weiß. Oder so ein Brilliant. Ja, wir machen mal einfach jetzt so ein Orange. Und dann war es auch schon fast alles. Ja, wir können hier selber noch ein Nummernschild machen. Das finde ich super, dass wir jetzt nicht unbedingt in der Türkei unterwegs sind, sondern jetzt hier in Ingolstadt? Nee, ne? Ja, war das so? Naja, schreibt das mal rein. Aber hier ist, glaube ich, ein kleines Bayern-Symbol. Würde auf jeden Fall Sinn machen. So, keine weiteren Felgen. Schade eigentlich. Aber die Felgen sind auch so schon mächtig groß. Ne? Also da hat man jetzt wirklich gar nichts mehr weiter zu machen. Ja, hier, nee, weiter ist da nichts. Schade. Und der Innenraum, wäre noch cool, wenn man hier noch einen Knopf hat, um hier noch andere Innenraum-Accessoires zu machen. Hier kommt noch die Unterdeckfarbe durch. Ja, gut, das sind Kleinigkeiten. Ne? Aber so ist das schon nicht schlecht. 60.000, da seid ihr dabei. Und dann gehen wir mal raus, hören uns mal an, was denn der Motor zu diesem Wagen sagt. Und deswegen hinten ran und Motor an. Naja. Die Zahlen sind jetzt so nicht die originalen vom Nummernschild, ne? Also man sieht es schon, sind andere Zahlen, also andere Schriftart genommen, aber okay. Oh. Ui. Ah. Aua. Ui. Ah, hört sich jetzt noch nicht so super an. Oh, aber das Lichtband hinten für das Auto. Mach jetzt mal Licht aus. Das ist ja schon nicht schlecht, also. Da muss ich ja sagen, geht schon ganz gut. Und hier erkennt man schon ganz gut den Blinker, dass er da wirklich nur den Bereich ausblinkt und nicht einfach nur so ein Lichtkegel reingesetzt wurde. Und so wie wir es immer kennen, werden wir jetzt mal gemütlich die 0 auf 100 machen. Und mal schauen, wie wir mit dem Wagen zurechtkommen. So, dann mache ich mal das Navi an hier. Gehen mal raus. Und auf los geht's natürlich los. Mal wieder ein Speedtest. Dann sage ich auf die Plätze, fertig, los. Also ich habe die Vermutung, dass er nicht ganz so schnell ist wie der BMW. Oh ja, 200 hat er auf jeden Fall schon. Oh, oh.
Er wird sehr unruhig. Ei. Ja, er ist ein bisschen unruhig geworden. Ja, ein bisschen unruhig ist er geworden. Also ein bisschen zu weich. Aber wir gucken mal. Ja, und mit Lenkrad lässt sich das wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher lenken. Oh, wir werden hier was hingebaut. Ah ja. Ah ja. Na, ich würde sagen, naja, ihr könnt das ja mal ausprobieren, wie schnell der Wagen ist. Ich mache jetzt erstmal hier Feierabend. Ja, gut, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns heute noch. Ich mache aber erstmal einen Fisch. Ich wünsche euch was. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.